Danke. Entschuldigen Sie bitte. Der Bunker. Das Bunker. Der Bunker. Der Bunker? Werden Sie so freundlich? Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Eingang. Ist nicht schwer zu finden. Sie gehen dort hinein und sobald Sie durch sind, halten Sie sich immer nur rechts. Immer rechts? Ja, immer rechts. Ja. Sprechen Sie Englisch? Mein Name, da, James O'Donnell. Ich möchte gerne in den Bunker. In den Bunker. Zigarette? Rauchen Sie? Gern geschehen. Dankeschön. 1945 befand sich Hitlers Hauptquartier in Berlin. Der Bunker war sein letzter Zufluchtsort. 105 Tage verbrachte er unter der Erde. Ich kam als Journalist für die Newsweek nach Berlin. Das war genau 2 Monate nach Hitlers Tod. Während ich durch diese kalten, dunklen Kammern schritt, dachte ich an all das, was hier wohl geschehen war. Doch es dauerte viele Jahre, bis ich darauf eine Antwort fand. Die meisten Leute, die hier im Bunker gearbeitet hatten, verbrachten lange Jahre in russischer Gefangenschaft. Ich hoffte, dass die Überlebenden ihre ganz persönlichen Erlebnisse und Eindrücke des Geschehens wiedergeben würden. Doch ich kann nicht garantieren, dass das, was Sie jetzt sehen werden, die reine historische Wahrheit ist. Erinnerungen verzerren die Wirklichkeit. Aber ich glaube, dass die Erzählungen aus psychologischem Blickwinkel betrachtet wahr sind. Oder dass sie der Wahrheit zumindest sehr nahe kommen. Es ist der 16. Januar 1945. Die dunklen Kammern, die Sie hier sehen, sollen bald bewohnt sein. Die Amerikaner stehen am Rhein. Und was die Briten betrifft, was glauben Sie, wer uns bombardiert? Ich kann keine Verstärkung abstellen, weil ich keine Verstärkung habe. Was ist? Er geht in diesem Moment runter. Ja? Hitler, er ist auf dem Weg in den Bunker. Informieren Sie den Stab. Und das hier soll der Konferenzraum werden. Das? Die Räume sind nun mal nicht größer, Bormann. Wo sind wir noch hingekommen? Oje. Was ist los, Henschel? Tja, der Generator liefert nur 140 Kilowatt und Schluss. Damit wird alles versorgt. Das Licht, die Filter, die Pumpe für den Brunnen. Welcher Brunnen? Das Wasser kommt aus einer unterirdischen Quelle. Aber keine Angst, Standartenführer. Ich bin unschlagbar im Improvisieren. Friedrich der Große. Wir haben ihn durch halb Europa geschleppt. Er trennt sich nie von ihm. In diesem Bunker ist das Rauchen streng untersagt. Eine Anordnung unseres Führers. Im Dienst und auch außerhalb. Die Essenausgabe erfolgt nicht hier im Bunker. Dazu begeben Sie sich nach oben ins Casino der alten Reichskanzlei. Noch Fragen? Wegtreten. Sturmbannführer Günsche, haben Sie mit ihm gesprochen? Über Zossen, über die Reise nach Zossen. Der Führer will Berlin nicht verlassen. Ach,
Zossen ist nur 18 Kilometer entfernt. In dem Bunker dort gibt es ein perfektes Kommunikationssystem und er ist 7-mal so groß wie dieser. Das weiß er, Standartenführer. Trotzdem will er Berlin nicht verlassen. Sämtliche Anrufe für den Führer laufen über mich. Auch die Anrufe von Dr. Goebbels? Nein. Aber ich kontrolliere alles, was für den Führer bestimmt ist. Ist das klar? Jawohl. Gibt es Nachricht von meiner Frau? Nein, wir haben sie noch nicht erreichen können. Unglaublich. Heil Hitler, Herr Reichsminister. Willkommen in Berlin. Danke. Ja, natürlich. Es gibt nichts Besseres für die Kinder. Sie haben ein Schwimmbecken und einen Tennisplatz. Können Sie sich vorstellen, dass schon alles blüht? Es ist eine Pracht. Kein Fliegeralarm? Davon sind wir zum Glück verschont. Sagen Sie unserem Führer, ich bin zuversichtlich. Wir werden siegen. Das ist ja lachhaft. Die wenigsten Hotels haben bessere Fernsprechvermittlungen als wir. Es war die einzige, die wir kriegen konnten. Gehört doch ein Decoder dazu. Ja. Wo ist er? Hier. Tag, Rochus. Schon zu deiner Frau durchgekommen? Erst muss alles an seinem Platz. Wie geht es, Grete? Ist sie noch in Berlin? Ja, aber ich wollte, sie wäre in Bayern. Die Russen, so heißt es, vergewaltigen alle Frauen. Ich habe gehört, sie treiben es nicht nur mit Frauen. Heil Hitler! Heil Hitler! Ah, Speer, da sind Sie ja. Folgen Sie mir, ich zeige Ihnen den Weg. Oberst von Below möchte Sie sprechen, bevor Sie den Führer treffen. Sturmbannführer Günsche führt Sie zu Ihnen. Danke. Willkommen in unserer Gruft. Seit wann sind Sie wieder in Berlin? Seit gestern Nacht. Waren Sie an der Front? In Ostpreußen. Steht es wirklich so schlecht? Noch schlechter. Sie sind alle in einer Lagebesprechung. Sie hat kurz nach Mitternacht begonnen. Die Situation kann nur noch schlimmer werden. Sturmbannführer Günsche, melden Sie, dass Reichsminister Speer eingetroffen ist. Zu Befehl. Nun, was sagen Sie zum Bunker? Er ist feucht. Exakt. Er ist feucht und kalt und man meint jeden Moment zu ersticken. Keine Glanzleistung des großen Baumeisters Speer. Er ist nicht mein Werk. Tja, es stinkt hier obendrein. Wir befinden uns 15 Meter unter der Erde und 6 Meter unter dem Abwasserkanal. Bormann ist nicht der Einzige, der ihm was am Zeug flicken will. Sagen Sie mir, ist es wahr, dass man alles zerstören will? Die Städte? Die Dörfer? Dieser Plan existiert, ja. Kommt er zur Durchführung? Nicht, wenn ich es ihm ausreden kann. Halten Sie das für möglich? Verzeihen Sie, meine Herren. Sie werden zur Konferenz gebeten. Hier liegt Helmstedt. Die 6. und 12. Panzerdivision haben sich neu formiert. Sie verfügen über 27 neue Tigerpanzer. Uns liegen ermutigende Meldungen von General Dietrich vor. Es ist ihm gelungen, den Feind westlich der Saar zurückzuschlagen. Die Luftwaffe meldet den Verlust von 629 Flugzeugen im Dezember. Immerhin ist es aber gelungen, im selben Zeitraum 87 feindliche Bomber abzuschießen. Zur Verteidigung der Front bei Budapest haben wir noch 4 Panzerdivisionen. Wir hoffen, die Stadt halten zu können. Die 2 Panzerdivisionen, die so tapfer in den Ardennen gekämpft haben, müssen sich neu formieren. Sie sind mit Lebensmitteln, Munition und Treibstoff versorgt worden. Aber wenn wir die Stadt aufgeben müssen, was passiert dann? Sollte das geschehen, wird die Stadt von der Landkarte verschwinden. Jede Woche ergeht es vielen Städten ebenso. Denn was den Nachschub angeht, wissen wir zurzeit nicht recht, woran wir sind. Ich brauche unbedingt genaue Angaben, mein Führer. Speer,
Der Führer wünscht, die Produktionszahlen für Dezember zu erfahren. Die Rüstungsproduktion insgesamt hat um 23% abgenommen. Den Produktionsplan für Jagdflugzeuge und Panzer vom Typ Panther haben wir aber voll erfüllt. Unser Hauptproblem besteht darin, genügend Treibstoff ihren Einsatz bereitzustellen. Zwei unserer größten Hydria-Werke sind durch Luftangriffe zerstört worden, doch das wissen Sie ja. Die Produktion von synthetischem Treibstoff ist zum Erliegen gekommen. Danke schwer. Das genügt uns vorerst. Dr. Morell ist noch beim Führer. Bitte noch einen Moment. Ah, guten Tag, Herr Reichsminister Schwer. Oder sollte ich guten Abend wünschen? Hier unten merkt man keinen Unterschied. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Sie können jetzt hineingehen. Setzen Sie sich, Schwer. Kaffee? Nein, danke. Schwer, Sie gehören zu den wenigen Menschen, denen ich vertraue. Setzen Sie sich. Also kein Kaffee. Hat Ihnen Bormann die neuen Anweisungen übermittelt? Ja. Gut. Haben Sie sie auch genau verstanden? Das heißt vollständige Zerstörung, ganz egal wie. Verbrennen, sprengen, ausradieren. Ausradieren? Ich meine, ich würde verstehen, wenn damit Brücken, Fabriken, strategische Ziele gemeint sind. Aber Sie denken doch nicht daran, Häuser, Bauernhöfe, genau Kirchen zu ver... Alles. Wir werden dem Feind nichts hinterlassen. Für den Feind wird nichts übrig bleiben. Aber mein Führer, unter den Umständen wird auch für das deutsche Volk nichts übrig bleiben. Deutschland würde ins Mittelalter zurückgeworfen. Ja. Was ist, wenn wir den Krieg verlieren? Das ist defaitistisches Gerede. Was wird mit den Deutschen, die überleben? Wer nicht im Kampf fällt, verdient es nicht zu überleben. Die wertvollen Deutschen sind für ihr Vaterland gefallen. Aber wir müssen ihnen doch irgendetwas hinterlassen. Zumindest sowas wie die rudimentären Überbleibsel einstiger Zivilisation. Sie sind mir zu pessimistisch, Schwer. Rückschläge hat es von Anfang an gegeben. Sie waren für uns immer nur ein Ansporn, weiter voranzustreben, unsere Entschlossenheit zu stärken. Diesmal wird der Feind erleben, dass wir nicht zu besiegen sind. Wir werden uns nicht ergeben. Wir werden kämpfen, noch und noch. Wir werden unsere Angriffe verzehnfachen. Die Befehle sind erteilt. Führen Sie sie aus. Heil Hitler. Und? Wie war's? Sie hatten recht, Oberst. Manchmal meint man hier zu ersticken. Die Atmosphäre ist feucht und kalt. Aha. Bedauerlich. So wie es aussieht, muss ich mal mit dem Ingenieur reden. Mal sehen, ob wir da nicht was verändern können. Nein, 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 es liegt nicht an der Belüftung. Es ist nicht das System. Es ist der Befehl des Führers. Wir dürfen den Konferenzraum nicht belüften, während die Militärführung sich dort trifft. Warum nicht? Weil der Führer glaubt, dass die durch die Rohre gepresste Luft den Leuten drinnen auf die Ohren drückt und so die Leistungsfähigkeit mindert. Glücklicherweise können wir das ändern. Sehen wir uns den Hauptlüftungsschacht an. Die Filter werden normalerweise monatlich ausgewechselt. Es war nicht leicht, passende zu bekommen. Wie Sie sehen, hat man sich viel Mühe gemacht, den Lüftungsschacht zu verstecken. Wie entfernt man den Filter? Man muss nur vier Schrauben lösen. Ich würde versuchen, einen besseren Filter zu kriegen. Das könnte schon etwas bringen. Danke für Ihre Mühe. Oh, war doch selbstverständlich. Es geht schon wieder los. Die Briten bombardieren uns zum Frühstück, die Amerikaner zum Abendessen. Wenn das keine Verschwörung ist... Haben Sie noch Wünsche? Ja, stellen Sie den Luftangriff ab. Ich bitte um Verzeihung. Schon gut, Georg, danke. Danke, Herr Stahl. Eine gute Nacht. Ihnen auch. Na, Speer? Verzichten wir auf das Abendessen und gehen in den Luftschutzkeller? Oh nein, danke. Für heute habe ich genug von Luftschutzkellern. Warten wir, ob es schlimmer wird. Schlimmer als dieses Essen kann es kaum werden. Sie verzeihen, ja? Mein lieber Stahl, ich habe überhaupt keinen Appetit. Das wundert mich nicht. Sagen Sie mir, wie lange hat Hitler noch vor, hier in Berlin zu bleiben? Ich weiß es nicht. Aber wenn er noch lange unter der Erde bleibt,
gibt es ja bald nichts mehr, wofür sich das Raufkommen lohnt. Sie meinen wegen der Bombenangriffe? Nein. Wegen seiner Politik der verbrannten Erde. Er geht nicht davon ab. Was für eine Ironie. Da waren Sie all die Jahre über sein großer Baumeister und nun deklassiert er Sie zu seinem großen Zerstörer. Ich weigere mich, das zu werden. Weigern? Sagten Sie gerade weigern? Ich werde ein Memorandum aufsetzen. Darin erkläre ich präzise und unwiderlegbar die verheerenden Folgen einer solchen Politik für die Zukunft Deutschlands. Und dass ich mich weigere, sie umzusetzen. Was machen Sie, wenn er nicht einlenkt? In diesem Fall müsste man was unternehmen. Ich rechne auf Ihre Hilfe. Nun, wenn das so ist, darauf brauche ich einen Cognac. Darauf brauchen wir beide einen Cognac. Es ist meine letzte Flasche. Ich werde versuchen, eine neue für Sie zu beschaffen. Sie brauchen mich nicht zu bestechen, Speer. Sie haben mich mehr als einmal aus Hitlers Krallen befreit. Ich bin auf Ihrer Seite. Das wird sich vielleicht ändern, wenn Sie hören, worum es geht. Vertrauen Sie mir. Kann man hier reden? Hier ohne Problem. Ich möchte, dass Sie bei der Militärverwaltung Erkundigungen einholen. Es wird überhaupt kein Aufsehen erregen, weil es ganz normal ist, wenn der Leiter der Munitionsbeschaffung gewisse Fragen stellt. Was für Fragen? Über Giftgasexperimente. Ein neues Gas wird getestet, Tabun. Von ihm wird gesagt, es mache vor keiner Gasmaske Halt. Und deswegen auch vor keinem Filter. Sagen Sie mir, was genau haben Sie vor? Ich will das Tabun in den Bunker leiten. Auf Ihr Wohl und auf meins. Mögen wir zwei das überleben. Wie wollen Sie das Gas in den Bunker leiten? Der Hauptlüftungsschacht ist im Garten der Reichskanzlei. Kommen Sie daran, ohne gesehen zu werden? Es gibt dort zwar Wachen der SS, aber die kennen mich ja. So wird das nicht schwer. Tabun wird nur wirksam, wenn Sprengstoff dazukommt. Soweit kenne ich mich aus. Mit einer Handgranate könnte es gehen, aber die Explosion würde die ganze Belüftungsanlage zerstören. Mit Tabun ist das zu riskant. Was würden Sie vorschlagen? Das altbewährte. Senfgas. Senfgas, ja. Wo wollen wir das hernehmen? Es wird nicht leicht sein. Geben Sie mir Zeit. Es ist ein Bunker. Unterirdisch. Er befindet sich unter der Reichskanzlei. Nein, nein. Du kannst nicht herkommen. Das ist unmöglich. Du gehst nach München. Wenn du nach München gehst, besorge ich dir eine Eskorte. Hab Geduld. Der Kampf um Berlin hat gerade erst begonnen. Das kann sich noch Wochen oder gar Monate hinziehen. Aber ich gebe dir mein Wort darauf. Wir werden siegen. Ja, das werde ich. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wären mir meine Generäle doch ebenso ergeben wie Sie, Doktor. Wie sieht's aus, Tono? Ist Blondie schon soweit? Nein, noch nicht. Aber wenn, dann werden es bestimmt 6 Welpen sein. Dick genug ist sie. Ja, braver Hund, guter Hund. Ja, und sie ist auch klug. Blondie kennt eine Menge Kunststücke. Wenn sie mir doch nur verraten würde, wie sie zu jeder Mahlzeit ein gutes Stück Fleisch auf den Tisch kriegt. Hä? Ich sagte schon vor einem Monat, die Ostfront ist so stabil wie ein Kartenhaus. Wird sie nur an einem Punkt durchbrochen, kann niemand mehr den Rest halten. Ich sage Ihnen, woran der Vorstoß gescheitert ist. Unfähigkeit und Schlamperei. Wenn ihr allein uns Munition, keine Munition, keine Ausrüstung. Er hat keine Verstärkung angefordert. Woher denn? Von wem? Ausreden, Rechtfertigung, das ist alles, was ich von Ihnen höre. General Busse ist nichts vorzuwerfen. Ich verwahre es, ohne dir zu sprechen. Kämpfe ich für mein Vaterland, mein ganzes Leben, mein einziger Kampf für Deutschland. Nur für Deutschland! Wie können Sie es wagen? Ich wiederhole, General Busse ist nichts vorzuwerfen. Also dann, wer hat uns dann verraten? Die Streitkräfte? Die haben ihre Pflicht getan. Denken Sie an die Verluste.
Wie können Sie sie beschuldigen? Sie hatten gar keine Chance. General Dehlen hat es Ihnen anhand der Karten bewiesen. General Dehlen ist ein unfähiger Trottel. Nichts beweist mehr seine Karten. Der Mann ist frei für ein Irrenhaus. Wenn Sie Dehlen in eine Anstalt schicken wollen, dann müssen Sie mich am besten gleich mit einsperren lassen. General Busse befindet sich in Görlitz. Ich kümmere mich selbst um ihn. Generaloberst Guderian, ich bin besorgt um Ihre Gesundheit. Sie sollten Urlaub nehmen. Wenigstens 6 Wochen. Und am besten ab heute. Das war's, meine Herren. Oh nein, so einfach ist das nicht. Ich sage Ihnen, es gibt ein anwachsendes Antisemitismus in den Vereinigten Staaten, wo die sich fragen, wofür sie eigentlich noch kämpfen. Auch die Engländer haben die Nase voll von diesem Krieg. Wäre da nicht Churchill, dieses halbamerikanische jüdische Schwein, wären die Engländer auf unserer Seite. Churchill. Dieser Totengräber Europas. Und das war's dann. Es bleibt leider nichts übrig für die Russen. Tut mir leid, ich habe die neue Flasche vergessen. Ach, das macht nichts. Haben Sie Hitler denn schon Ihr Memorandum geschickt? Ja. Und er hat geantwortet, Albert, Sie haben recht, es wird keine Politik der verbrannten Erde geben. Ich habe mich geirrt. Ich habe keine Antwort erhalten. Wir beide wissen, Ihnen wird nichts aufhalten. Deshalb bin ich hier. Das habe ich vorausgesehen. Ich habe das Produkt, das Sie benötigen. Wann brauchen Sie es? Am Freitag. Was soll das werden? Befehl. Alle SS-Stabswachen haben sich während der dienstfreien Zeit im Funkraum aufzuhalten. Wieso? Eine Änderung. Die SS-Gruppen 6, 7 und 8 bilden innerhalb der Reichskanzlei einen Notdienst. Auch noch Notdienst in der Reichskanzlei. Und wie soll ich hier noch arbeiten, wenn es von Soldaten nur so wimmelt? Sie da. Ja? Wohin wollen Sie? Zum Bunker. Ich habe eine Verabredung mit dem Führer. Bitte hier entlang. Sie müssen durch den Tunnel. Ich möchte heute lieber durch den Garten gehen. Wegen der frischen Luft. Heil Hitler. Reichsminister Speer? Ja. Bitte folgen Sie mir. Bitte warten Sie hier. Reichsführer Bormann wird gleich kommen. Bormann? Mit Bormann bin ich nicht verabredet. Davon ist mir nichts bekannt. Reichsminister. Na, Henschel? Wie geht's? Es muss ja. Läuft der Motor nicht mehr? Oh, der wird schon wieder. Ich suche noch nach dem Filter. Nett von Ihnen. Haben Sie unser Gespräch eigentlich mal irgendwie erwähnt? Sie meinen das über den Filter? Genau. Vielleicht gegenüber Bormann? Oh nein, ganz sicher nicht. Der Hauptlüftungsschacht hat jetzt obendrauf einen Schornstein. Ja, ja, ich weiß. Ich habe den Bau persönlich beaufsichtigt. In 12 Stunden war alles fertig. Aha. Wer hat das angeordnet? Der Führer persönlich. Folgen Sie mir bitte.
Speer. Ich wollte Ihnen als Erster zum Geburtstag gratulieren. Vielen Dank. Dabei fällt mir Ihre wunderbare Geburtstagsfeier in Berchtesgaden ein. Ach ja. Wie schnell die Zeiten sich manchmal ändern, nicht wahr? Ja. Weswegen wollten Sie mich sprechen? Sie haben den Führer sehr enttäuscht, Speer. So, ich wüsste nicht... Offenbar haben Sie Ihre politischen Aufgaben vernachlässigt. Ich verstehe nicht recht. Von welchen politischen Aufgaben sprechen Sie? Von der totalen Vernichtung der Dörfer und Städte. Ach so. Es gab bürokratische Hemmnisse zu überwinden, Sie wissen schon. Das ist die Sprache, der sich Generäle bedienen. Wenn Sie mich fragen, hat der Führer von Ihnen ein wenig mehr verdient. Warten Sie noch einen Moment. Guten Abend, Dr. Morell. Ah, guten Abend, Speer. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Die Frage beantworte ich nach meinem Gespräch mit dem Führer. Er hatte es sehr eilig, Sie zu sprechen. Vielleicht sollten Sie mir vorsichtshalber etwas von Ihrem Wundermittel geben. Keine Scherze, gehen Sie schon rein. Na los. Ich lese gerade Ihr Memorandum. Es ist sehr lang. Wie heißt es? Wir haben in diesem Stadium des Krieges nicht das Recht, eine Politik der Zerstörung zu betreiben, weil sie das Leben der Bevölkerung gefährdet. Sehen Sie das so? Ich stehe zu dem Memorandum. Wieso sagen Sie hier, dass wir nicht das Recht hätten? Glauben Sie das? Wenn der Feind schon bereit ist, uns total zu vernichten, warum ihm dann auch helfen? Sie werden wohl verstehen, dass meine Politik durchgesetzt wird. Mit oder ohne Ihre Unterstützung. Ich würde mir wünschen, dass Sie Ihren Entschluss noch einmal überdenken. Nein. Mein Führer, ich glaube, keiner hat das Recht, sein eigenes Schicksal so eng mit dem des deutschen Volkes zu verknüpfen. Warum beharren Sie auf diesem Punkt? Es muss doch gestattet sein, zu unterscheiden zwischen militärischen und rein zivilen Zielen. Nichts mehr davon. Haben Sie verstanden? Ich will nichts mehr davon hören. Schicken Sie Sturmanführer Günsche zu mir rein. Sofort. Damals in Berchtesgaden, Speer, unserer gemeinsamen Zeit, wir entwarfen Monumente für das künftige Deutsche Reich. Damals in unserem gemeinsamen Atelier, da waren wir befreundete Künstler. Damals gab es keine Meinungsverschiedenheiten zwischen uns. Auf den Tisch dort. Das war's. Danke. Heute ist doch Ihr Geburtstag, nicht wahr? Ja. Sie wollten doch immer eine Fotografie von mir. Ja, mein Führer. Ich werde sie immer in Ehren halten. Gut. Ich habe Ihnen eine Widmung geschrieben. Bloß meine Hände, wissen Sie. Meine Hände zittern, aber ich wollte es dennoch tun. Für Sie. Ich hoffe, Sie können es lesen. Dürfte ich es gleich lesen?
Ich möchte Ihnen danken für den Beweis unserer alten Freundschaft. Speer, Sie werden sofort allen Verantwortlichen in den Städten und den Gauleitern den Befehl erteilen, alles zu zerstören. Sie haben die Befehlsgewalt, man wird sich Ihnen fügen. Ich wünsche keinen Widerspruch zu hören. In Gebieten, die der Feind einzunehmen droht, wird alles dem Erdboden gleichgemacht. Verstanden? Nach wie vor glaube ich... Wenn wir den Krieg verloren geben müssen, werden wir auch das deutsche Volk verloren geben. Wie können Sie es wagen, sich in meiner Gegenwart zu setzen? Stehen Sie auf! Das deutsche Volk wird mit untergehen. Es ist also nicht nötig, sein Überleben vorzubereiten. Wir werden alles zerstören. Sie geben das weiter, Speer. Sie werden alle Verantwortlichen im Reich darüber unterrichten, dass alles zerstört wird. Sie erteilen den Befehl. Ist das klar? Sie befehlen Ihnen die totale Zerstörung. Geben Sie mir Ihre Antwort. Sind wir uns einig? Ist der Zucker schon drin? Ja, ja, und auch der Tee. Hier, nehmen Sie. Bringen Sie es rein. Und wenn von den Herrschaften mehr verlangt wird, sagen Sie ihnen, es gäbe noch Kuchen. Nichts anbrennen lassen. Möchten Sie Kaffee? Nein, nein, danke, Franz. Haben Sie ihn gesehen? Wen? Na, unseren Führer. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Seine Augen, Franz. Sein Blick so klar und entschlossen wie früher. Der Mann ist ein Gott, Franz. Und das eine sage ich Ihnen. Er wird nie sterben. Was immer auch geschehen wird, Adolf Hitler wird nie sterben. Hm. Ausgezeichnet. Wo haben Sie den her? Ich bin während der letzten drei Tage 1500 Kilometer gereist. Ich war an zwei Fronten. Da habe ich so meine Quellen. Möchten Sie auch ein Glas? Nein, danke. In diesen vier Wänden lebe ich wie ein Gefangener. Ich schlafe sogar manchmal hier. Ich beneide Sie, Speer. Das sollten Sie nicht. Und nun? Was wird nun geschehen? Gar nichts. Was muss ich unter gar nichts verstehen? Jedenfalls wird es kein Attentat mehr geben. Ich könnte ein zweites Mal nicht durchstehen. Ich verstehe. Sie sind mit Hitler aufgestiegen und werden mit ihm untergehen. Das steht allen bevor. Es wird nicht mehr möglich sein, Deutschlands Schicksal von dem Hitlers zu trennen. Sie wollen seine zerstörerischen Befehle also ausführen lassen? Nein, ich warne die Gauleiter. Falls sie den Versuch machen, ihre Städte und Dörfer anzuzünden, wird sich die Bevölkerung gegen sie erheben. Sie bringen sie um. Wenn Bormann das wüsste, würde er sie an einem Fleischhaken aufhängen lassen. Wen kümmert Bormann? Ich kenne einen Haufen Leichen, die auch mal so gedacht haben. Tut mir leid, der Führer ist in einer Besprechung. Aber Oberst von Below wünscht Sie zu sprechen. Danke, Sturmbannführer. Er ist im Casino der Reichskanzlei. Na. Herr Oberst? Nun, was werden Sie jetzt tun? Was meinen Sie? Sie wissen es noch nicht? Bormann ist zum Chef der Gauleiter ernannt worden. So. Er hat Hitler gesagt, sie würden sich weigern, seine Befehle weiterzuleiten. Bormann ist gut informiert. Das bedeutet, er kontrolliert jetzt die Gauler... Er kontrolliert nichts außerhalb des Bunkers. Ich bin es, der die Gauer aufsucht. Ich höre all die Beschwerden. Ich bin es, dem Sie vertrauen. Und so wird es auch bleiben. Darf ich? Nun, ich spreche es nicht gern aus. Was ist, wenn Sie tot sind? Tja, das ist ein Argument. Glauben Sie, Hitler wird Sie schonen? Das werde ich in Kürze herausfinden. Wäre es nur nicht so abgedroschen. Ich stamme aus einer alten, ehrwürdigen Familie. Wie konnte ich hier nur reingeraten? Hitler, Bormann, Goebbels und der Spritzenmeister Dr. Morell.
Es wird erzählt, in seinen Ampullen befinden sich Extrakte aus Stierhoden. Jeden Tag, um exakt 4 Uhr, trinkt er mit seinen Sekretärinnen Tee und mampft Kuchen. Das ist wahr. Und fast schon witzig. Entschuldigen Sie bitte, Sie werden gebeten, an der Konferenz teilzunehmen. Danke, ich komme. Hitlers Hofstaat, eigenartig. Ich muss an die römischen Kaiser denken. In Juvenas Schriften ist zu lesen, gestern noch waren sie Schurken. Heute kontrollieren sie unser Leben. Morgen werden sie bereits die öffentlichen Aborte reinigen. Sie haben den Rhein an 3 Stellen überquert, auch bei Oppenheim. General Petten mit seiner 3. Division. Oppenheim? Welche Truppenteile treten Ihnen entgegen? Nun, im Moment haben wir in dem Bereich keine Kräfte zur Verfügung, aber es sind 5 vom Sendelager abgezogene Panzer nach dorthin unterwegs. Speer? Ja? Die Amerikaner stoßen auf das Ruhrgebiet zu. Wenn sie es einnehmen, welche Wirkung hätte das auf die Produktion? Mit dem, was uns die übrige Rüstungsindustrie dann noch liefert, könnten wir unsere Streitkräfte an der Front kaum noch versorgen. Der Verlust des Ruhrgebiets wird den Zusammenbruch des Reichs beschleunigen. Ich wünsche, dass die Bewohner des Ruhrgebiets ab morgen evakuiert werden. Mein Führer! Das ist alles. Auf ein Wort. Führen Sie den Befehl aus. Ein Wahnsinn zu unternehmen, mitten im Kampfgebiet Millionen Menschen abzutransportieren. Und das wird unter der Zivilbevölkerung zu viele Opfer geben. Soll ich dort hineingehen? Ja, bitte. Was sagen Sie dazu, Speer? Unsere Blondie war fleißig. Hübscher Wurf. Die Gauleiter sind jetzt Bohrmann unterstellt. Ja, das wurde mir gesagt. Wissen Sie auch, warum? Ja. Speer, Ihnen fehlt das Vertrauen. Ihnen fehlt das Vertrauen in das deutsche Volk. Wir haben noch alles überlebt. Wir haben die Römer überlebt. Ebenso wie die großen Kriege des Mittelalters. Wir haben die Religionskriege überlebt, nicht wahr? Ebenso die napoleonischen. Und haben wir nicht sogar den Weltkrieg überlebt? Und Sie... Sie wollen mir erzählen, unser geliebtes deutsches Vaterland könnte untergehen? Ein Krieg von diesem Ausmaß hat es nie gegeben. Und genau darum verfolge ich mein Ziel mit einem solchen Fanatismus. Schlachten werden gewonnen, Schlachten werden verloren. Wichtig ist, die Nerven zu behalten, aber man muss auch bereit sein, mal eine Niederlage zu akzeptieren. Ja, zu akzeptieren. Auch mehrere Niederlagen muss man einstecken können. Im festen Vertrauen darauf, dass wir siegen werden. Warum haben Sie meine Befehle nicht befolgt? Sind Sie sich über die Folgen im Klaren? Gibt es einen Grund, hier für einen solchen Fall vorgesehene Maßnahmen nicht zu ergreifen? Ich bitte für meine Person um keine besondere Nachsicht. Nun, offensichtlich ist es so, dass mein Architekt völlig überarbeitet ist. Ich wünsche, dass Sie sofort Ihren Urlaub antreten, Speer. Ich bin völlig gesund. Wenn Sie für mich keine Verwendung mehr als Minister haben, dann bitte ich um eine Entlassung. Speer, Sie müssen sich selbst davon überzeugen, dass der Krieg zu gewinnen ist. Versprechen Sie mir das und wir machen so weiter wie bisher. Mein Führer... Wir verlieren diesen Krieg. Der Krieg ist doch nicht verloren! Der Krieg ist doch nicht verloren! Niemals verlieren wir diesen Krieg! Wir werden sie alle schlagen! Ich werde den Bolschewismus zerschlagen! Ich werde die Geißel und Pestilenz der Menschheit, den jüdischen Rassismus ein für alle Male vernichten!
Ich werde sie alle schlagen. Ich werde die ganze Welt herausfordern. Jawohl. Ach, Speer. Speer, haben Sie doch Vertrauen zu mir. Sagen Sie, dass Sie mir vertrauen. Und alles läuft weiter wie vorher. Ich würde so gerne wie Sie an den Sieg glauben, aber ich kann es nicht. Und ich möchte mich nicht zu den Lügnern an Ihrer Seite gesellen, die zwar behaupten, sie würden an den Sieg glauben, aber es nicht tun. Dann sagen Sie mir Folgendes. Hoffen Sie wenigstens noch auf ein siegreiches Ende. Denn wenn Sie noch hoffen, dass der Krieg nicht verloren ist, dann natürlich hoffen Sie noch. Haben Sie wenigstens Hoffnung. Schwer. Es würde reichen, mich zufriedenzustellen. Sie haben 24 Stunden, Ihre Antwort zu überdenken. Geld spielt dabei keine Rolle. Das ist der Traum jedes Architekten. Er ist in diesem Augenblick angekommen. Mein Führer. Speer. Gnädige Frau. Mein Führer. Großartig, Speer. Dem Dritten Reich angemessen, prächtig. Ich fürchte nur, mein Führer, das kleine Städtchen Linz wird nicht länger so klein bleiben. Beeindruckend, ich sehe es gern, wenn Sie recht bald mit dem Bau beginnen, Speer. Wollen wir nicht die Aufstellung der Kosten abwarten? Wozu? Ich weiß, das wird teuer, aber das macht nichts. Nichts beeindruckt die Amerikaner mehr als viel Geld, lieber Speer. Das ist prächtig, prächtig. Ja? Was gibt's? Mein Führer. Oh. Wollen wir mal sehen. Ah. Sehr gut, Speer. Sehr gut, mein genialer Architekt. Die Welt gehört uns. Danke. Gehen wir, Bormann. Ich kann es kaum glauben, dass Sie noch leben. Ich habe ihm gesagt, der Krieg sei verloren. Und wurden dafür nicht verhaftet? Ich habe einen Tag meine Meinung zu widerrufen. Werden Sie es tun? Blondie hat Welpen. Ach nein, umwerfend. Ich werde die Nachricht an die Truppen schicken. Kämpft bis zum Ende, Blondie hat Welpen. Wissen Sie was? Die Sache ist einfach die, dieser Mann hat mich gern. Dennoch wird er Sie töten lassen. Nein. Warum nicht? Weil ich ihm sagen werde, ich würde ihn mit Freuden unterstützen. Auch seine Politik vollkommener Zerstörung? Ja. Aber es wird Komplikationen geben. Bürokratische Hindernisse führen zu großen Verzögerungen. Deutschland wird längst besiegt sein, bevor wir die ersten Schritte tun können. Wissen Sie, was Sie da vorhaben? Sie wollen den größten Betrüger des Jahrhunderts hinters Licht führen. Er wird mir glauben. Warum sollte er? Weil er es möchte. Ich war mir dessen sicher. Ich kann mich auf Sie verlassen. Ich wusste es. Ich wusste es. Danke, Speer. Danke. Der Führer ist stolz auf die Jugend des deutschen Volkes. Sie verteidigt die Heimat und dient dem Führer.
Heil Hitler! Heil Hitler! Aufsitzen! Wann sind Sie an der Front? Morgen früh. Es ist nicht weit. Henschel! Was ist los? Was ist so lustig? Roosevelt ist heute Morgen gestorben. Das ist ein großer Glücksfall. Das Schicksal hat den größten Kriegsverbrecher aller Zeiten ausgeschaltet. Der große Liebhaber der Juden ist tot. Das Glück wird sich wenden. Das ist der Wendepunkt, auf den wir gewartet haben. Sehen Sie ihn an. Friedrich der Große, während seiner schwersten Zeit fast am Ende, beinahe besiegt. Doch dann, das Glück kam zu ihm zurück. Am Schluss war dann er der Sieger. Am Tag, als Sie unser Führer wurden, stellte Himmler Ihnen ein Horoskop. Die Voraussage über den Krieg sprach von einer Reihe von Niederlagen und prophezeite den Endsieg. Noch heute werde ich dem Volk diese Prophezeiung offenbaren. Es soll erfahren. Die Welt soll erfahren. Das vorausgesagte Wunder wird geschehen. Was gibt es, Bormann? Eine Depesche von General Ziegler. Wien ist gefallen. Misch? Das ist. Sie ist da. Wer? Eva Braun. Ach, stellen Sie ihn hier hin. Danke sehr. Oh, ist das hübsch. Was ist es? Ich habe für schöne Kleider eine Schwäche. Eine Schwäche, die Sie aber zu einer eleganten Frau macht. Nett von Ihnen, das zu sagen, auch wenn es nicht stimmt. Ich kann anziehen, was ich will. Ich sehe immer wie ein Mädchen vom Lande aus. Doch wozu sollte ich mich beklagen? Gerade das gefällt ihm an mir. Ja, alles verstanden, Herr General. Ich sage es Ihnen. Das werde ich sofort machen. Unser Führer bat mich, Ihnen seine große Wertschätzung für Ihre Geburtstagswünsche auszurichten. Nicht erst den Rum. Habe ich es nicht gesagt? Der Rum muss zuerst hinein. Wo sind die Geburtstagskerzen, Franz? Eben waren sie noch hier. Schon gut. Da sind sie ja. Die Feier für den Führer im Bunker. Wie konnte es nur dazu kommen, dass wir jetzt hier sind? Das nur geschehen. Was? Haben Sie etwas gesagt? Willkommen in Berlin, Reichsführer Himmler.
Reichsmarschall Göring ist bereits vor einigen Minuten eingetroffen. Von Belor. Sie wissen, bevor der Führer da ist, Sie sollten sich schämen. Vorsicht! Sehen Sie nach links und rechts. Wir sind von Mördern eingekreist. Himmler und sein Bunkerspitzel. Göring und sein Zuträger. Was mich betrifft, heißt mein Leitsatz, überlebe das Dritte Reich. Dann wären Sie besser weggeblieben. Ich bin sentimental, was Geburtstag angeht. Wie beurteilt Dr. Morell seinen Zustand? Er schweigt. Er sagt uns nichts. Aber Sie werden es ja selbst sehen. Ich finde, seit der Sache damals in Rastenburg, die Bombe explodierte so nah, ist er nicht mehr der Alte. Nach allem, was mir so zu Ohren kommt, Fegelein, glaube ich nicht, dass wir uns auf ihn noch verlassen können. Nun, wird es durchstehen? Ja, das verspreche ich Ihnen. Er wird da sein. Die Luftwaffe kann nicht ohne Treibstoff fliegen, Speer. Eine Tatsache, die unbestreitbar ist. Genauso wie die, dass das Ruhrgebiet vom übrigen Deutschland völlig abgeschnitten ist, weshalb die Großstädte nicht versorgt werden können, nicht einmal Berlin. Unsere letzten Reserven habe ich den Krankenhäusern zukommen lassen. Den Krankenhäusern? Sehr richtig. Auf Hitlers Anweisung? Nein. Sie haben die Entscheidung ohne Rücksprache getroffen? Die Umstände verlangen von uns allen selbstständige Entscheidungen. Die Zeit ist gekommen, jetzt über den Frieden zu verhandeln. Sie meinen, ohne Hitler zu fragen? Ich konnte mit Graf Bernadotte aus Schweden Kontakt aufnehmen. Bernadotte? Er hat doch gar keine Kompetenz. Er hat Verbindungen, Fegelein. Ansonsten nicht viel. Er hat nicht die geringste Ahnung, was die Judenfrage betrifft. Er ist einer von diesen liberalen Wohltätern. Er verlangt die Freilassung seiner Schützlinge aus den Konzentrationslagern. Da könnte man sich wohl arrangieren. Ich habe die Entlassung von 1000 jüdischen Frauen zugestanden. Die Bedingung ist, dass sie als Polinnen deklariert werden. Ich muss vorsichtig sein. Ja, versuchen Sie, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Die Russen haben Rudersdorf eingenommen. Sie stehen kurz vor Berlin. Meine Freunde, meine treuen Freunde, ich weiß, wie schwer es für Sie war, herzukommen. Darum glauben Sie mir, wenn ich sage, wie sehr mich Ihre Ergebenheit rührt. Mir ist bekannt, dass es Gerüchte über meine Gesundheit gibt, aber wie Sie sehen, ich bin wohlauf. Es stimmt zwar, dass meine Arme und meine Hände zuweilen ein wenig zittern, aber ich kann Ihnen versichern, es beeinträchtigt weder meinen Kopf noch mein Herz. Und mein Herz wird niemals zittern. Niemals. In den kommenden Wochen werden wir den Feind aus unserem Vaterland vertreiben. Wir besitzen die mächtigste aller Waffen. Die teutonische Wut unseres unbetriebenen Volkes. Danke. Wir kämpfen weiter. Wir kämpfen bis zum allerletzten Panzer, zum allerletzten Flugzeug und zum allerletzten Mann. Niemand kann uns aufhalten. Wir werden siegen. Der Endsieg ist unser. Tag, lang lebe Deutschland. Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Ja. Yeah. Was gibt es? Nun sagen Sie schon, was los ist. Die Russen haben die Außenbezirke erreicht. Köpenick und Spandau. Ich bedauere Ihnen sagen zu müssen, dass Berlin jetzt von drei Seiten eingekesselt ist. Ah.
Spandau. General Steiner. General Steiners Panzereinheit soll den Gegenangriff durchführen. Er hat nicht einmal 11.000 Mann. Dann wünsche ich, dass die Luftstreitkräfte General Steiner unterstellt werden. Sollte auch nur ein Kommandant seine Truppen zurückhalten, hat er sein Leben innerhalb von 5 Stunden verwirkt. Sagen Sie, General Connor, er haftet mit seinem Kopf dafür, dass auch der letzte Mann in den Kampf geworfen wird. Das ist unmöglich. Wie soll Steiner einen Angriff führen? Er hat genug mit dem Rückzug zu tun. Lassen Sie nur. Es wird zu keinem Gegenangriff kommen. Mit oder ohne Befehl. Es ist nicht durchführbar. Wie kann man bloß auf die Idee... Wer ist für diesen Rückschlag verantwortlich? Die 56. Panzerdivision. Sie konnte den Angriff nicht aufhalten. General Willow. Geben Sie den Befehl für seine Verhaftung und Hinrichtung. Mein Führer. Alle Offiziere, die nicht zum Angriff aufrufen, bekommen ein Schild um den Hals mit der Aufschrift: Ich bin ein Deserteur. Ich habe deutsche Frauen und Kinder verraten. Sie sollen am nächsten Baum aufgehängt werden. Wie ist dein Name? Buchholz. Du bist ein guter Soldat, Buchholz. Ja. Und wie heißt du? Krüger. Hä? Krüger. Willi Krüger, mein Führer. Krüger? Ja. Wären doch meine Generäle so tapfer wie du. Danke, mein Führer. Braver Junge. Josef? Kannst du mich verstehen? Sehr gut, Magda. Was ist denn, Josef? Ich komme extra aus dem Garten. Was gibt es? Ich wollte dir doch Bescheid geben, wenn es soweit ist. Magda, hast du verstanden? Ja. Und du willst es noch immer? Ich packe und breche morgen auf. Nein. Ich meinte wegen der Kinder. Ja. Und was wirst du ihnen sagen? Dass sie den Führer besuchen. Du weißt, sie haben ihn furchtbar gern. Gut. Dann bis morgen. Ja, bis morgen. Sie kommen im Norden, hier von Eberswalde. Im Süden über Königs Wusterhausen. Die Russen sind dabei, alle Verteidigungslinien zu durchbrechen. Mein Führer, ich halte die Zeit für gekommen, dass wir unsere Zelte hier abbrechen. Wir werden wohl am besten beraten, nach Berchtesgaden zu gehen. Nein. Wir haben Flugzeuge bereitstehen. Nein, wir bleiben in Berlin. Ja, mein Führer. Nun, vielleicht... Ja? Man könnte einige Mitarbeiter evakuieren. Vielleicht Zivilisten. Nein, unmöglich. Ich kann hier nicht weg. Aber hör jetzt gut zu. Für dich und die Kinder habe ich einen sicheren Ort ausfindig gemacht. Ich schreibe dir die Einzelheiten. Du übernimmst die Rolle der Betreuerin einer Gruppe von ausgebombten Kindern. Ich habe 6 Kinder aus einem Kinderheim auswählen lassen, damit das Ganze so echt aussieht wie möglich. Nein, ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen werden. Er will hierbleiben und die Verteidigung der Stadt übernehmen. Hab nur Mut. Passt auf die Kinder auf. Ich komme, mich zu verabschieden. Sie? Sie gehen fort? Ja, und fragen Sie mich nicht, warum. Nehmen wir einfach an, meine Unterstützung sei nicht mehr nötig. Dr. Hase übernimmt meinen Platz. Ich bin froh, noch wegzukommen. Was für ein Unglück, dass Sie nicht einfach mitkommen können. Mein Führer, Ihre Sekretärin möchten Sie sprechen. Dürfen Sie eintreten?
Wir haben eine Bitte, mein Führer. Wir möchten nicht weg, wir möchten bei Ihnen bleiben. Danke, mein Führer. Natürlich. Mach's gut, Hannes. Du auch. Wiedersehen, Ribold. Pass auf dich auf. Ich muss los, Misch. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wie lange bleiben Sie noch? Solange ich gebraucht werde. Ehrlich gesagt, ich bin froh, wegzukommen. Weil Sie ihm nicht so ergeben sind wie ich. Weil Sie unseren Führer nicht so gut kennen wie ich. Nun ja, ich bin sein persönlicher Mitarbeiter. Ich gehöre zum engsten Kreis um ihn herum, was nur wenige sagen können. Daher betrachte ich mein Hiersein als Ehre. Wie auch immer, Kamerad. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, für Sie eine gute Reise. Kriegen Sie eine neue Hilfe? Nein, 24 Stunden Wache. So geht's mir auch. Kommen Sie, gnädige Befehl, Flugzeug! Ich habe Eberl und Emerina den Angriff befohlen. Das Ziel wählen und angreifen! Hilfe, Verräter! Lügner, Verräter! Sie haben mich verraten! Nein, mein Führer! Wo ist General Steiner? Wo ist General Steiner? Bringen Sie mir General Steiner sofort hierher! Wir können ihn nicht erreichen. Wir befürchten, er wurde gefangen genommen. Was ist mit der Luftwaffe? Die Flughäfen befinden sich unter ständigem Beschuss durch feindliche Jäger. Wir können das Risiko nicht... Hören Sie das? Die Luftwaffe ist nicht zu gebrauchen. Was sollen wir da noch mit ihr? Bleib Sie zunächst faul, teilen wir sie doch aller nächsten Baum auf! Hält ihr alle auf, ihr Lügner, Verräter! Hören Sie mir zu! Ihre Sicherheit verlangt, dass Sie den Bunker verlassen. Warum? Wenn Sie das Reich weiterhin regieren wollen, dann müssen Sie es am Berchtesgaden aus tun. Ich will aber nicht, ich will nicht am Berchtesgaden. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Zur Hölle mit euch feigen Kreaturen, zur Hölle. Ich bleibe in Berlin. Ich bleibe in Berlin, verstanden? Die Wehrmacht hat mich verraten. Ich bleibe in Berlin. Ich werde weiterkämpfen. Und wenn ich draufgehe, wenn es ja schon sein muss, oder will ich in Berlin sterben? Das deutsche Volk hat völlig, völlig versagt! Ich werde in Berlin sterben. Man hat mich verraten. Der Krieg ist verloren. Der Krieg ist verloren. Oh, entschuldigen Sie bitte. Sind Sie nicht Henschel? Ja. Ich bin Dr. Hase. Wir haben uns schon in Berchtesgaden getroffen. Sie könnten mir helfen. Und wie? Es wurden sehr viele Verwundete in die Reichskanzlei geschafft. Eine Art provisorisches Lazarett. Aber wir haben nicht genügend Wasser dafür zur Verfügung. Nun höre ich, dass Sie Ihr Wasser offenbar aus einer Quelle unter dem Bunker beziehen. Das wäre es wohl möglich, davon etwas abzuzweigen. Ich könnte eine Hilfsleitung nach oben legen. Vielen Dank. Ist Bohrmann damit einverstanden? Der liebe Gott ist einverstanden. Er kann das wegfliegen. So ist es. Keine Angst, das wird schon. Es gibt schon. Herr Kollege, Sie bekommen Ihr Wasser. Dr. Schenk. Haben Sie Hitler gesprochen? Noch nicht. Das heißt, es soll Ihnen schlechter gehen. Ruhig, ganz ruhig. Du kriegst deinen Schmerz. Geben Sie ihm Morphium gleich. Es stimmt, was meine Kollegen erzählen. Und wie lange hält er noch durch? In unserer Lage
Ist das eine rein akademische Frage? Soeben habe ich dem deutschen Volk mitgeteilt, dass sein Führer in Berlin bleibt und bereit ist, mit den Truppen, die die Stadt verteidigen, zu sterben. Für uns heißt es jetzt so zu handeln, dass nachfolgende Generationen diesen historischen Moment als Beispiel für eine heroische Haltung im Untergang bewahren können. Mein Führer, sprechen Sie doch selbst zum Volk. Nein. Nur Sie finden die Worte im Volk, Mut und Vertrauen wiederzuerwecken. Nein. Das Volk ist verloren. Der Feind schneidet uns die Kehlen durch. Aber bevor das passiert, so viel ist gewiss, wird die Erde furchtbar erschüttert. Der ganze Planet wird in ein Meer von Flammen gehüllt sein. Ich war immer mit Ihnen. Ich werde immer mit Ihnen sein. Meine Frau und meine Kinder ebenso. Wir bleiben gemeinsam mit Ihnen bis zum Ende in diesem Bunker. Nein. Das erlaube ich Ihnen nicht. Dann werde ich zum ersten Mal in meinem Leben den Gehorsam verweigern. Meine Selbstachtung verlangt das von mir. Ich muss es tun. Will ich nicht wie ein gemeiner Verbrecher dastehen. Nein, mein Führer. Mein Leben und das meiner Lieben wäre sinnlos, dürften wir es nicht unserem geliebten Adolf Hitler widmen. Unserem Führer. Maria! Hallo! Hallo! Hörst du mich? Hallo? Ja, ich höre dich gut. Wie geht's dir und dem Baby? Uns geht es gut. Nur dieser Lärm und die Bomben. Hör zu, Maria. Pack die Koffer. Ich möchte, dass du sofort zu deinem Vater fährst. Oh, warte kurz. Bitte leg nicht auf! Ja? Nein, es war nichts. Das Baby hat geschrien. Nimm den nächsten Zug am Bahnhof von Betzlock, ja? Maria! Lass hier rein! Loslassen! Loslassen! Ich bin ein deutscher Offizier! Wir gehören zur Herrenrasse, versteht ihr? Ja, lass mich lieber nicht los, nicht auf dieser Blitzschutzreppe. Weiter! In einem kohlen Städtchen, da wo kein Seilchen, die Vorsicht. War so schön, so wunderschön. Sie war das allerschönste Kind, das warme Polenchen. Ich küsse mich. Macht nichts, wir sterben alle. Es erwischt jeden von uns. Ah, da ist doch mein schönes Kind. Für dich will ich gern. Was, du willst mich entwischen? Nicht doch. Auch du willst mich verlassen. Weißt du, was sie sagen? Ja. Lieber einen russischen Soldaten im Nacken, als eine englische Bombe auf dem Kopf. Hey, wo bringt ihr mich denn hin? Na sowas. Was ist denn mit dem Fegelein? Besoffen. Dass er voll ist, sehe ich selbst. Aber warum bringen Sie ihn her? Er war 3 Tage verschwunden. Ich habe dann in seiner Berliner Wohnung angerufen. Dort haben sie ihn geschnappt. Was geschieht mit ihm? Nichts Schlimmes. Er ist desertiert. Er ist auch der Schwager von Eva Braun. Wie lange haben Sie sich in der Wohnung aufgehalten? Wo ist die Frau? Antworten Sie! Perlen? Schmuck? Sie wollten nicht zufällig gerade Berlin verlassen, als man Sie fand. Hä? Ich habe nichts dazu zu sagen. War er allein? Nein, eine Frau war bei ihm. Sie ist entwischt. Meine Frau, so. Vermutlich eine Spionin. Die beiden könnten dafür verantwortlich sein, dass in letzter Zeit Informationen zum Feind durchgesickert sind. Meine Frau war bei Fegelein. Er wollte zweifellos Berlin verlassen. Nein, nein. Es ist ein Fall von Fahnenflucht. Verhören Sie ihn weiter. Wozu sollte das gut sein? Wozu? Haben Sie nicht gehört? Doch, mein Führer.
Und danach? Lassen Sie ihn frei. Ihn freilassen? Er ist Himmlers Verbindungsmann. Soll der sich drum kümmern? Wir haben sowieso keine Beweise. Seine Frau bekommt ein Kind. Aufregung schadet ihr. Seine Frau bekommt ein Kind? Ja, Eva hat es mir gestern gesagt. Die Frau wäre außer sich, wenn ihm was passieren sollte. Eine dringende Nachricht für Sie. General Mundke bat mich, Sie sofort zu überbringen. Haben Sie schon gehört? Wir haben es gerade über Kurzwelle empfangen. Worum geht es? Himmler verhandelt über einen separaten Friedensvertrag. Er bietet an, dass die Westtruppen sich Eisenhower ergeben. Oh, dieses Schwein. Dieses elende Schwein. Mein Führer, ich bitte Sie. Wir können nicht zulassen, dass dieser Verräter Ihren Platz einnimmt. Wir müssen nach Berchtesgaden. Sofort! Ein Flugzeug steht schon bereit. Sie brauchen nur ein Wort zu sagen. Was machen wir mit Fegelein? Die Pässe. Der Schmuck. Er wollte bestimmt zu Himmler. Sollen wir ihn im Gewahrsam behalten? Nein. Aber dann wird er sich doch so schnell wie möglich aus Berlin absetzen. General Fegelein geht nirgendwo hin. Nein! Und der Wolf sprach, Freunde, ich war es nicht, der das Lamm getötet hat. Das war er. Und dann blickte er zu mir. Guten Abend, Mensch. Bormann möchte Sie sofort sprechen. Wo ist die Bunkerbesatzung? Was ist mit den Wachen? Die meisten kämpfen draußen für Berlin. Ach, Albert. Albert. Wie schön, dass Sie gekommen sind. Ich bin erfreut, dass Sie den Führer besuchen wollen. Ich wollte mich nur noch verabschieden. Ja, natürlich. Wirklich klug, von hier wegzugehen. Weg von Berlin? Auf nach Berchtesgaden.
Der Führer gibt viel auf Ihre Meinung, Albert. Überreden Sie ihn, sofort abzureisen. Uns bleibt nicht viel Zeit zu verschwinden. Sie müssen mit ihm sprechen. Ich bin sicher, er hört auf Sie. Ich bin mir ganz sicher. Bitte versuchen Sie's. Wenn es im Reich einen Menschen gibt, auf den ich mich verlassen kann, dann auf Sie, Albert. Danke. 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 Wer? Sehen Sie sich das an. Linz. Was hätte aus Linz werden können? Hauptstadt der Nationalsozialistischen Partei. Linz. Ein deutsches Budapest hätte es werden können. Linz, Stadt meiner Jugend. Langes her. Wissen Sie noch, der mächtige Glockenturm am Rathaus? Und die Krypta, weißer Marmor für meine letzte Ruhestätte. Damals sagten Sie mir, wie kostspielig es würde, eine völlig neue Metropole zu erbauen. Aber was kümmert mich Geld? Nie im Leben habe ich etwas Wertvolles erworben. Ich besitze nichts. Überhaupt nichts. Ein neues Deutschland. Eine neue Hauptstadt für das deutsche Volk. Das war nur ein Traum. Nichts ist geblieben. Dabei war alles machbar, Speer. Sie wollen mich überreden, nach Berchtesgaden zu gehen. Wie Jodl und all die anderen. Wissen Sie schon? Ja. Sagen Sie mir Ihre Meinung, bitte. Ich bin der Meinung, der Führer des deutschen Volkes sollte in Berlin bleiben. Er sollte sein Leben in der deutschen Hauptstadt beenden, nicht in irgendeinem Ferienhaus. Bravo. Diese Ansicht ist doch mein Freund Goebbels. Und dass ich nicht Seite an Seite mit den Soldaten kämpfen kann, werden Sie verstehen. Ich könnte den Russen in die Hände fallen. Die bringen mich nach Moskau und sperren mich da in ihren Zoo. Doch mich kriegt niemand in einen Zoo. Und auch meinen Körper werden Sie nicht verstümmeln. Nein. Ich habe Befehl gegeben, dass mein Körper nach meinem Tode verbrannt wird. Glauben Sie mir, Speer, es wird mir nicht schwerfallen, meinem Leben ein Ende zu machen. Nur ein kurzer Moment. Und ich werde von allem befreit sein. Ich werde von allem befreit sein. Mein Führer, ich möchte Ihnen noch etwas sagen, bevor wir uns heute trennen. Während der letzten Wochen habe ich Sie betrogen. Ich habe Ihre Anweisungen nicht befolgt, die Zerstörung der Städte nicht befohlen. Eva. Was ist mit dir? Eva Braun. Sie will ihr Leben an meiner Seite beenden. Mit mir zusammen. Mein Führer, haben Sie mir denn nicht zugehört? Gehen Sie nicht fort, Speer, ohne mir Lebewohl gesagt zu haben. Ach, da sind Sie ja, mein Lieber. Ich hatte schon Angst, Sie würden ohne Abschied gehen.
Die SS-Wachen hatten strikte Anweisungen. Lassen Sie Albert Speer nicht gehen, bevor ich ihn gesehen habe. Mein Kompliment. Sie sehen wie immer wunderschön aus. Ich sehe auch keinen Grund für eine Leichenvitamine. Aber kommen Sie doch näher. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Die Möbel haben Sie ja alle selbst entworfen. Oh, ich weiß, der Raum ist zu klein. Aber ich konnte mich nicht davon trennen. Champagner? Ja. Setzen Sie sich bitte. Moët et Chandon. Nur vom Besten. Aber ich warne Sie, leider schmeckt hier unten fast alles muffig. Da kann man nichts machen. Heil Hitler! Heil Hitler. Unser Abschiedstrunk. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Wissen Sie, Bormann glaubt, Sie arbeiten gegen den Führer. Allein die Tatsache, dass Sie hier sind, beweist das Gegenteil. Adolf will mich nach München schicken, aber ich weigere mich zu gehen. Ja, er hat sowas erwähnt. Es ist so, ich bin hier überaus glücklich. Im Ernst, ich habe keinen Grund, mich zu beklagen. Noch schöner wäre es, wenn ich Bormann ständig hier herumschleichen würde. Ich konnte diesen Mann noch nie ausstehen. Es ist alles so furchtbar. So viele Menschen haben ihr Leben verloren. Und es war alles umsonst. Tante Eva, Ursula ist weg. Ursula? Meine Puppe, ist sie vielleicht hier? Nein, hier nicht. Geh zu Gertrud und frag sie. Goebbels Kinder sind hier? Ja, und sie sollen hier bleiben. Mutti, Mutti, guck mal, was sie gemalt haben. Das ist doch ein Mensch. Kinder, seid jetzt nicht mehr so laut. Oh, Schatz, sei doch so gut und mach weiter. Weiß jemand, wo mein Teddy ist? Oh, Albert. Ich habe von ihrem Kommen gehört. Ein merkwürdiger Ort für ein Wiedersehen. Die Kinder haben sich schnell eingewöhnt. Wie geht es Ihrer Familie? Sie ist noch in Berchtesgaden. Hören Sie, Magda. Ich habe da noch Möglichkeiten. Ich könnte Boote besorgen. Boote? Der Wasserweg bietet sich an. Sie fahren auf der Havel zur Elbe. Da sind die Amerikaner. Sie wissen es vielleicht nicht, aber wir haben nicht vorweg. Aber Sie müssen doch wissen, was passiert, wenn die Russen kommen und Sie... Mein Mann und ich haben beschlossen, mit dem Führer zu sterben. Ich habe dabei an die Kinder gedacht. Ich auch. Unser Leben wäre nach dem Tod des Führers sinnlos. Ich bitte Sie, die Kinder sind... Sie sind doch noch so schrecklich jung und... Sie sind viel zu schade für das Leben, das Sie zu erwarten hätten. Oh, verdammt! Sie können nicht wissen, wie sich das Leben entwickelt. Sie brauchen sich doch um uns keine Sorgen zu machen. Sehen Sie. Gestern hat der Führer sein goldenes Parteiabzeichen abgenommen und es mir gegeben. Wir sind so unglaublich stolz, denn wir beenden unser Leben mit dem Führer. Das ist für mich ein Geschenk des Schicksals. Mutter? Entschuldigen Sie mich. Was ist denn, Liebling? Hm? Oh. Was ist denn hier los? So, jetzt aber ab mit euch in die Betten. Ja? Ist das alles? Ja, ich kümmere mich darum. Dies ist der zweite Teil des Telegramms von Reichsmarschall Hermann Göring an Reichsaußenminister von Ribbentrop. Ich hoffe, Sie können meine Mitschrift entziffern. Wir haben jetzt den vollständigen Text des Telegramms. Sollte sich am 23. April 1945 um 10 Uhr morgens bestätigen, dass der Führer des Reiches Adolf Hitler seine Handlungsfähigkeit verloren hat, dann werde ich, Reichsmarschall Göring, die laufenden Staatsgeschäfte übernehmen. Da hockt er auf einem Berggipfel in Berchtesgaden und verkündet der Welt, dass er das Reich übernehmen will.
Wir müssen uns dagegen wehren. Brutal. Was für ein Mensch. Eisenhart. Skrupellos. Kalt. Auch in einer Krise ist er nicht zu erschüttern. Nein. Kalt wie eine Hundeschnauze, ja. Was? So etwas nennen wir Verrat. Er und ich waren vor Jahren eine Einheit. Göring. Ein wilder Mann. Entschlossen. Er ist drogensüchtig, Bormann. Korrumpierbar. Abhängig von Drogen. Das weiß man doch. Was werden Sie machen? Was wollen Sie mit Göring machen? Nun, er muss zurücktreten. Sofort. Diese Sache ist nicht mit einem Rücktritt zu bereinigen. Und ein Telegramm an Ribbentrop. Gibt es denn gar kein Ehrgefühl mehr? Wir können noch immer die SS auf dem Obersalzberg erreichen. Lassen Sie ihn festnehmen! Ich breche auf, mein Führer. Ich wollte Ihnen noch auf Wiedersehen sagen. Wir haben vier Flugzeuge zur Verfügung, darunter eine Junkers 39. Die fliegt die Strecke von Deutschland bis Japan, ohne einmal auftanken zu müssen. Es nützt doch nichts, wenn er nicht weg will, Bauer. Ich fliege ihn auch nach Argentinien mit sicherer Zwischenlandung. Es hat keinen Zweck. Wo steckt er denn überhaupt? Der Führer sitzt bei seinen Sekretärinnen. Ja. Und bei Eva. Zum 5-Uhr-Tee mit Keksen und Kuchen. Mögen Sie Tee zum Kuchen? Nur zu, vielleicht möchten Sie sich der Gesellschaft anschließen. Erinnern Sie sich, wie wir früher vor dem Kamin saßen und Wagners ergreifender Musik lauschten? Draußen fiel der Schnee und es gab auf der weiten Welt kein schöneres Fleckchen. Damals habe ich mich genau wie Wagners Götter gefühlt, hoch über den Wolken. Und erinnern Sie sich noch an den Koch? Willi Kano? Oh ja, er war ein Riese von Mann, stark wie eine Eiche. Und was er für Soßen machen konnte. Und erst seine Cremetörtchen. Du mochtest die Cremetorte mit Schokoladenüberzug so gerne, weißt du noch? Die Törtchen in Berchtesgaden. Der Koch hat in Wien gelernt. Pure Unfähigkeit. Wien hätte man halten können. Sie haben den Mut verloren und das Vertrauen in mich, wenn also der Allmächtige. Oh, bitte, reden wir nicht über Wien. Reden wir lieber über Berchtesgaden. Es war so schön im Frühling. Die Blumen, die grünen Wiesen im Tal. Noch jemand Tee? Ach, bitte, wollen wir Sie nicht verraten? Sagen wir es Ihnen jetzt. Noch heute Abend, wenn alle Vorbereitungen getroffen sind, wollen wir zwei heiraten. Wie heißen Sie? Wagner. Walter Wagner, Parteigenosse. Sind Sie befugt, eine standesamtliche Eheschließung vorzunehmen? Ja. Warten Sie hier. Wegtreten! Es geht. Einen Augenblick noch. Der Führer spricht gerade mit Dr. Goebbels. Wir haben gleich Mitternacht. Was macht das für einen Unterschied? Hören Sie sich das an. Mein tapferer König Friedrich, gedulden Sie sich noch ein wenig und die Tage Ihrer Leiden werden vorüber sein. Hinter den Wolken erhebt sich bereits die Sonne Ihres Triumphs. Bald wird sie auch Ihnen scheinen. Und sie tat es. Er stand bereits am Scheideweg. Und wurde doch gerettet. Der Antrag auf Eheschließung liegt vor. Ihm wird stattgegeben. Das Aufgebot wurde geprüft und nicht beanstandet.
Bezeugen Sie von rein arischer Abstammung zu sein und frei von Erbkrankheiten? Ja. Ich frage auch Sie, mein Führer Adolf Hitler. Bezeugen Sie von rein arischer Abstammung zu sein und frei von Erbkrankheiten? Ja. Da beide Verlobte ihren Willen bekunden, die Ehe miteinander einzugehen und keine Hinderungsgründe vorliegen, erkläre ich die Ehe als vor dem Gesetz geschlossen. Wenn Sie dann dieses Dokument noch unterzeichnen würden. Auf die reizende Braut. Meine Glückwünsche. Und auf das Wohl des Führers. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Zossen. L6 Zossen. Rochus, wir stellen die Arbeit ein. Wir können nicht mehr melden. William, fängst du mich? Hallo? Sie haben den Potsdamer Platz eingenommen. Panzer, Artillerie, Infanterie, russische Soldaten, wo man hinsieht. Eigentlich sind es bloß dumme Bauern. Über jeden Weiberrock, den Sie sehen, fallen Sie her. Sie stehen die Toilettenbecken, weil Sie glauben, es wären Kartoffelschälmaschinen. Guten Abend, meine Herren. Oder sollte ich guten Morgen sagen? Sie spielen hier Musik? Eine kleine Feier. Für wen? Das darf nicht wahr sein. Munke, willkommen auf unserer kleinen Hochzeitsfeier. Hochzeit? Von unserem Führer und Eva Braun. Im Ernst? Mhm. Er muss doch wissen, dass die Russen in weniger als 48 Stunden hier im Bunker stehen. Na los, sprechen Sie mit ihm, sagen Sie ihm, dass jetzt unsere letzte Chance ist, wegzukommen. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. So habe ich beschlossen, zum Ende doch noch der Heirat zuzustimmen. Mit der jungen Frau, die nach jahrelanger treuer Freundschaft aus ihrem freien Willen heraus in diese Stadt gekommen ist, als sie bereits belagert war, um mein Schicksal mit mir zu teilen. Wir werden hier sterben, um der Schande des Rückzugs oder der Gefangennahme zu entgehen. Ich spreche von russischen Truppen, die keine 300 Meter von mir entfernt sind. Aber wenn wir sofort aufbrechen, werden wir... Geben Sie sich keine Mühe, General. Der Führer wird Berlin nicht verlassen. So wenig wie ich selbst, meine Frau oder meine Kinder. Wir haben den Krieg nicht gewollt. Er ist die Folge einer Provokation. Das waren Agenten der jüdisch-marxistischen Interessen. Mir kann die Nachwelt nicht die Schuld daran geben, was von anderen gewollt war. Aus den Ruinen unserer Dörfer und Städte wird ein neuer Hass auflodern. Er wird sich gegen alle wenden, die dafür verantwortlich sind. Vor meinem Tode ordne ich an, den sofortigen Ausschluss von Reichsmarschall Hermann Göring und Reichsführer SS Heinrich Himmler aus der Partei. Sie haben Schande über unser Land gebracht und das Volk. Ihre Treulosigkeit hat den Willen zum Widerstand gebrochen. Und darum war es mir nicht gegeben, mein Volk zum Sieg zu führen. Wir bilden drei Gruppen für die Flucht. Bestehend aus dem Bunkerpersonal und den Wachen der Reichskanzlei. Wie stehen unsere Chancen? Kommen wir bis zur Strakow-Fabrik? Und werden wir bis dorthin nicht getrennt? Erreichen wir auch die britischen Linien. Verzeihen Sie bitte, General Munke. Der Führer möchte jetzt mit Ihnen reden. Führer?
Führen Sie die Kämpfe um Berlin an? Jawohl, mein Führer. Mein Leben liegt in Ihrer Hand. Ich möchte es mir bis zum 5. Mai erhalten. Hat dieses Datum eine besondere Bedeutung? Am 5. Mai ist Napoleon Bonaparte gestorben. Gemeinsam ist uns, dass wir unserer Zeit voraus waren. Mit schlimmen Folgen für Europa. Die Geschichte wird mein Richter sein. Wie sie es für ihn war. Ich kann den Tag nicht garantieren, mein Führer. War das alles, mein Führer? An Großadmiral Dönitz. Der Führer leitet jetzt selbst die Verteidigung Berlins. Er befiehlt Ihnen, gegen alle Feiglinge und Verräter vorzugehen. Schicken Sie das gleich ab. Zu Befehl. Misch, ich erwarte, dass Sie Ihrem Dienst pflichtschuldig nachkommen, bis wir ausbrechen. Selbstverständlich. Ja. Sehen Sie mal, ich möchte es Ihnen schenken. Oh nein, nein. Das geht doch nicht, diese schöne Stola. Nicht doch bitte, ich möchte es gern. Ich kann sie doch nicht mehr tragen. So haben Sie etwas im nächsten Winter und überhaupt nach dem Krieg. Und wenn Sie sie tragen, Gertrud, denken Sie mal an mich. Und an die schöne Zeit, die wir in Bayern verbracht haben. Wir müssen die Türen schließen, Dr. Schenk. Warum? Wir brauchen Luft, wir ersticken ja fast. Dr. Goebbels möchte für seine Freunde eine Abschiedsfeier geben. Seine Freunde? Wer sollte da wohl noch kommen? Nun, Dr. Goebbels hat den Wunsch geäußert, dass 6 verwundete Soldaten an der Feier teilnehmen. Aber die meisten sind Kinder, fast alle dem Tode nahe. Glauben Sie wirklich, die möchten sich von Goebbels noch verabschieden? Setzen Sie sich doch bitte. Ich möchte Ihnen meine große Wertschätzung für Ihre aufrichtige Treue und Ergebenheit aussprechen. Auch wenn unsere Feinde von dem Mut und Kampfgeist unserer heldenhaften Truppen beeindruckt sind, muss ich feststellen, dass die Moral langsam sinkt. Der Feind ergeht sich in einer Orgie des Hasses und der Zerstörungswut. Darum müssen wir bis zum letzten Atemzug kämpfen. Ich würde Ihnen gerne sagen, dass dieser Kampf den Sieg verheißt. Aber so ist es nicht. Unsere Gegner haben erklärt, dass sie Deutschland auf gar keinen Fall schonen werden. Wir alle wissen, dies ist das Werk der Juden. Ich hoffe, dass es eines Tages gelingen wird, den jüdischen Abschaum zu vernichten. In Deutschland ist dieses Werk nahezu vollbracht. Die Welt wird vollenden, was wir begonnen haben. Mein Herz fließt über, wenn ich diese tapferen, jungen Kämpfer anschaue. Zeigen wir ihnen unsere Dankbarkeit. Schwedischen Senders. Ja, und? Die Meldung besagt, dass Mussolini und seine Geliebte von Partisanen gefangen genommen und exekutiert wurden. So. Die Körper der Toten wurden auf einem öffentlichen Platz mit den Köpfen nach unten aufgehängt.
Also, haben Sie es? Ja, mein Führer. Zyankali-Kapsel. Woher sind die? Ich habe die Kapseln von Himmlers Arzt bekommen. Himmler? Haben Sie sie geprüft? Wozu? Sie sind versiegelt. Wie machen wir's? Was, mein Führer? Sie überprüfen. Ja, meine Gute. Na komm. Hier ist Blondie, Herr Doktor. Brav, brav, ganz ruhig. Halten Sie ihm die Kiefer auseinander. Ja, ganz ruhig. Sei brav, sei brav. Oh, so ist brav, so ist brav. Ja, so ist gut. Was machen wir mit den Welpen? Töten Sie sie. Aber. Günsche, wir benötigen 200 Liter Benzin in Kanister. Ich weiß nicht, ob in der Garage der Reichskanzlei noch so viel ist. Wo bringen Sie den Führer hin? Nirgendwo hin. Lassen Sie die Kanister in den Garten schaffen. Tod habe ich keine Angst. Es sind die Kinder, die meinen ganzen Mut erfordern. Oh Gott. Ein Gott, der gütig ist und barmherzig, verzeiht mir, wenn ich ihnen zur ewigen Ruhe verhelfe. Ich muss es selber tun. Verabschieden wir uns. Mein Führer.
Wünsche? Ja, mein Führer. Wir wollen nicht mehr gestört werden, hören Sie. Ja, mein Führer. Gut. Mein Führer? Was ist? Um was Bauer möchte Sie sprechen? Worum geht es? Um das Porträt. Bauer, nehmen Sie es nur, wenn Sie es haben möchten. Vielen Dank, mein Führer, aber das... Ein solches Geschenk kann ich nicht annehmen. Sie haben es verdient. Es ist von historischem Wert. Dann werde ich es eines Tages einem Museum übergeben. Auf Wiedersehen, Bauer. Danke. Wünsche, ist alles bereit? Ja, mein Führer. Gut. Sie stellen sich vor die Tür. Warten Sie dort. Sie dürfen wieder eintreten, wenn mindestens 10 Minuten verstrichen sind. Zu Befehl. Gut. Auf Wiedersehen, Günsche. Auf Wiedersehen, mein Führer. Danke. Beiß fest drauf. Wir können rein. Willst du wohl verschwinden? Thank you.
mein Schätzchen will nicht schlafen. Dann hört jetzt mal zu. Morgen fliegen wir alle nach Berchtesgaden, gemeinsam mit dem Führer. Darum müssen wir heute früh schlafen gehen. So wie ihr Bett fertig seid, bekommt jeder von euch ein großes Stück Schokolade. So beugen wir der Luftkrankheit vor. Dann möchte ich lieber zwei Stücke. Oh nein, mein Liebling, jeder bekommt ein Stück. Ein ganz großes Stück? Ich verbinde. Bitte warten Sie. Misch, Misch, ist das Misch? Warte, du Ratter, ich denke ein bisschen. Eins, zwei, drei, so klein und vier, so schwer. Fünf. Es wird Zeit, Kinder. Gute Nacht. Ach, gute Nacht. Gute Nacht. Oh ja, ab ins Bett. Gute Nacht, mein Freund. Gute Nacht, Helmut. Gute Nacht, Hilde. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht, komm, Heidi. Mein Schatz. Gute Nacht. Was ist denn los, Mitch? Sie werden sterben. Wer? Die Kinder. Sie werden alle sterben. Aber warum denn? Dr. Haas hat es mir gesagt. Niemand kann es verhindern. Niemand. Wieso? Du hast deinen Nachthemd verkehrt herum an. Gar nicht wahr. Erzähl mal eine Geschichte. Heute nicht. Geh ins Bett. Ach, bitte. Von der gestiefelten Katze. Ja, komm, ich mach mir das heiß Kater. Das ist doch so wichtig. Alles klar, mach mir den jetzt. Also ich? Okay. Ich. Danke, das ist lieb. Nicht ziehen, das tut weh. Dr. Goebbels lässt fragen, ob die Leichen begutachtet wurden. Richten Sie ihm aus, er könne ganz unbesorgt sein. Die Leichen seien bis zur totalen Unkenntlichkeit verbrannt. Gute Nacht, Schätzchen. Gute Nacht, Mutti. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut, Liebling. Die Schokolade ist heute gar nicht gut. Bitte iss sie trotzdem, sonst bist du morgen krank. Gute Nacht, Mutti. Gute Nacht. Wir haben den dreckigen Kommunisten hier in ihrem geistigen Ursprungsland einen Hals geboten. Diesen Verdienst kann uns niemand mehr nehmen. Auf den Straßen erklang wie aus einem Munde das Horst-Wessel-Lied. Ja, es war allein die Kraft des Führers, die die Volksmassen in die nationalsozialistische Partei zog. Die Massen wollen nicht mit irgendwelchen Problemen belastet werden. Sie wollen nur eins, einem großen Führer folgen können. Und genau das begreifen die Intellektuellen nicht. Ich sage Ihnen, Hitler hat das verstanden. Wie geht es weiter? Wir überlassen den Spekulanten und Geldwechslern diese verrottete kapitalistische Welt. Wir haben der Menschheit eine Lösung des Judenproblems aufgezeigt. Und wie dankt man uns das? Wir haben dem deutschen Volk, weiß Gott, mehr als einen Grund gegeben, stolz auf sich zu sein. Hitler hat dem deutschen Volk ein Selbstbewusstsein ermöglicht, das auf reinen und leuchtenden Vorbildern ruht. Doch gedankt hat man es uns durch Treulosigkeit und totalen Verrat. Die Geschichte wird ihr gerechtes Urteil darüber fällen.
Nun, das ist nicht mehr mein Problem. Sie entschuldigen mich, meine Herren. Sind Sie bereit? Ja. Sie wissen, was zu tun ist? Ja. Nun, unnötig, dass die guten Leute unsere Leichen die steilen Treppen rauftragen müssen. Also, hier kommen wir auf keinen Fall durch. Die Russen haben uns den Wasserweg inzwischen vollkommen versperrt. Die einzige Möglichkeit für uns ist hier, über die Wilhelmstraße. Wir schlagen uns entlang der Bahnlinie durch, in Richtung Westen. Unser Hauptziel ist aber, aus dem sowjetischen Ring herauszukommen. Was machst du da? Ich male mir Pusteln. Was? Wer will schon eine Frau mit Pocken? Willst du vergewaltigt werden? Bedien dich. Ich werde mich Ihrer Gruppe anschließen. Wie Sie wollen, Bormann. Alles gut. Hannes, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, viel Glück. Wiedersehen, Henschel. Wiedersehen, Günsche. Zum Teufel hast du mich erschreckt. Ich dachte, du seist schon weg.
Das dachte ich auch. Und? Was machen wir jetzt? Ich habe Hunger. Lass uns essen. Kommst du? Henschel, ich glaube, ich habe noch nie so guten Champagner getrunken. Ich trinke mit dir. Aber essen. Ich bekomme nichts runter. Warum nicht? Die Kinder. Ich habe sie gesehen. Rochus, ist dir klar, dass außer uns kein Mensch mehr hier ist? Ist was, solange noch was da ist. Sehen Sie das? Ob das schon die Russen sind? General Krebs. Wir sind von Toten umgeben. Wenn die mich holen wollen, die finden mich nicht. Ich kapp die elektrischen Leitungen, verriegel die Türen und setz einfach alles unter Wasser. Hey, wohin gehst du? Ich geh fort. Wohin? Ich weiß noch nicht, wohin. Ich weiß nur, hier will ich nicht sterben. Rochus, zum ersten Mal siehst du wie ein richtiger Soldat aus. Nur für den Fall, dass... bringst du meiner Frau diesen Brief? Ich wollte dich um das Gleiche bitten. Doch klar, Hannes. Wie spät haben wir's? Kurz vor vier. Was kann ich dir noch sagen? Viel Glück, Rochus. Dir auch, Hannes. Adolf Hitler im Kampf um Berlin gefallen ist. Bis zu seinem letzten Atemzug hat er uns gegen die Feinde des Reiches verteidigt. Sie sind gerade Zeuge der letzten Tage von Adolf Hitler gewesen. Sie haben auch jene Menschen kennengelernt, die mit ihm gemeinsam Zuflucht im Berliner Bunker gesucht hatten. Von all den Personen, die ihr Leben durch eine Flucht zu retten hofften, gelang es nur 6 den Russen zu entkommen. Frau Christian und Frau Junge gehörten dazu. Sie fielen den Engländern in die Hände. Von Martin Bormann hat man noch jahrelang geglaubt, er habe in Südamerika untertauchen können. Aber 1972 wurde seine Leiche in Berlin entdeckt und identifiziert. Wahrscheinlich hat er sich während seiner Flucht selbst das Leben genommen. Albert Speer wurde im Nürnberger Prozess zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Danach lebte er in Heidelberg, wo er seine Memoiren verfasste. Mohnke, Rattenhuber Günsche und Bauer wurden von den Russen gefasst und in ein Gefangenenlager gebracht.
Oberst von Belo, der als letzter Offizier den Bunker verließ, geriet in britische Gefangenschaft. Feldwebel Rochus Misch verbrachte lange Jahre in russischer Gefangenschaft und lebte später in Berlin, nur 3 Kilometer vom Bunkerstandort entfernt. Der Mechaniker Hannes Henschel ließ sich nach der russischen Gefangenschaft in der Nähe von Heidelberg nieder. Von Thomas Hardy stammen die Worte: Vieles ist zu fantastisch, um geglaubt zu werden, aber nichts ist so fantastisch, als dass es nicht wahr sein könnte.